Die Allianz beeindruckte nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem operativen Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. Und das, obwohl die Schadenreserven für Industrieversicherungen um 600 Millionen Euro aufgestockt werden mussten. Trotzdem liegt das Ergebnis 3% über dem vergangenen Jahr und damit höher als Analysten erwartet hatten. Dazu beigetragen hat hauptsächlich das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen. Die Sparte verbesserte den operativen Gewinn um 500 Millionen Euro. Unterm Strich blieben mit einem Zuwachs von 6,1% 7,9 Milliarden Euro in der Konzernkasse. Auch wenn Aktionäre erstmal vorsichtig reagierten, drehte die Aktie schnell ins Plus. Zumal auch die Dividende um 60 Cent auf 9,60 Euro angehoben werden soll. Da auch die Produktivitätsziele für 2021 schon in 2019 erreicht wurden, stellt sich nun die Frage nach neuen Zielen. Auch das wird nicht immer eine gerade Linie sein. Wir haben also verschiedene Hebel angesprochen, zum Beispiel eben eine Verbesserung in der Produktivität der IT. Sie haben das auch schon in den Zahlen der Allianz Technology gesehen. Die waren übrigens in 2019 zum ersten Mal richtig profitabel nach vielen Jahren Anlauf, also ein echtes Erfolgsmodell. Übrigens nicht nur profitabel, sondern auch deren Mitarbeiterzufriedenheit ist massiv nach oben gelaufen, entgegen anderen Gerüchten, die immer gestreut werden. Also ein echter Erfolgsfall. Und wir werden in den nächsten Jahren neben den Themen IT und Verwaltung uns auch das Thema Vertrieb vornehmen müssen. Also wir müssen auch Produktivitätsfortschritte auf der Vertriebsseite machen. Auch die sind zum Teil schon sichtbar, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, in der Sachversicherung, in der Lebensversicherung kann man das in den Kennzahlen nachsehen. Und die Allianz will in den nächsten Jahren systematisch Synergien heben. Was bedeutet das für die Konzernstruktur? Also wir werden weiter Strukturen verändern, immer wieder. Die Idee ist, und warum machen wir das? Wir wollen tatsächlich Synergien heben und zweitens möchten wir gerne länderübergreifend, vor allen Dingen auf der Ebene Produktdesign und Prozesse, Synergien heben. Dazu müssen wir immer flacher werden. Und das werden Sie in der Allianz in den nächsten Jahren sehen. Also immer weniger Führungsebenen. Es gibt ja so den neudeutschen Begriff agiles Arbeiten. Auch der hat bei der Allianz Einzug gehalten. Das müssen wir sehr vorsichtig machen. Aber Sie werden über die Jahre eine Verflachung sehen. Das erlaubt uns dann, länderübergreifend Produkte stärker auszurollen. Der Konzern soll über die kommenden Jahre flacher werden. Wird dieser Prozess Häuptlinge oder Indianer treffen? Ja, das ist ein super Punkt, sage ich, es geht nie um die Indianer eigentlich. Wir sind über eine Sache stolz und warum mache ich das jetzt so pauschal? Weil ich Ihnen für die Frage dankbar bin. Eine der Themen, die wir auch gestern mit den Arbeitnehmervertretern besprochen haben, auf die wir ganz stolz sind, dass wir bisher im Vergleich zu allen anderen Unternehmen, die diesen Umbau machen, keine radikalen Mitarbeiterabbauprogramme annoncieren mussten, um zu sagen, das nutzen wir, um unsere Aktienpreise zu treiben. Ich musste das, es war eine der wichtigsten Lernerfahrungen der ersten Monate, bevor ich CEO wurde, dass man das als kontinuierlichen Prozess verstehen muss. Und was meine ich damit? Natürlich werden wir Produktivitätssteigerung haben durch Digitalisierung, alles andere wäre ja gelogen. Die Frage ist nicht, ob Arbeitsplätze abgebaut werden, sondern wie und über welchen Zeitraum und sind die Sozialpartner involviert? Und zweitens, können wir wachsen in unserer Industrie, um neue Arbeitsplätze zu schaffen? Ebenen sollen abgebaut werden und gleichzeitig wird der Deutschlandchef in den Vorstand der Allianz berufen. Was heißt das für Allianz Deutschland? Ja, Deutschland. Also erstmal ein dickes Dankeschön an den Axel Theis, der vor 2 Jahren schon gesagt hat, ich möchte jetzt endlich mal in den Ruhestand nach 30 Jahren bei der Allianz. Und dann habe ich ihn gebeten, länger zu bleiben. Warum? Um insbesondere Herrn Müller dabei zu unterstützen, die Veränderungen bei der Versicherungs AG zu großem Erfolg mit weiterzutreiben. Und dann noch mal ein Jahr länger zu bleiben und den Herrn Röller als Nachfolger von Herrn Knof einzuarbeiten und erfolgreich zu machen. Auch das hat er spitzenmäßig gemacht. Also vielen Dank, Axel Theis, für diese tolle Leistung. Und sobald wir sicher waren, dass die Arbeit getan ist und er dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, ich glaube jetzt gleich nach 33 oder 34 Jahren, immerhin darf man nicht vergessen, haben wir dann Klaus-Peter Röller wie geplant in den Holdingvorstand bestellt. Wir haben auch die Nachfolge in der Vers AG bestellt und alle anderen Veränderungen laufen im Laufe der Zeit bei der Allianz, geht das immer in Ruhe und geordnet, so gut es eben geht. Und wir werden alle anderen Änderungen in nächster Zeit besprechen, wenn wir das intern geklärt haben. Aber eine dramatische Wende, wie Sie da sozusagen vermuten, also jetzt werden alle Länderholdings aufgelöst oder alle Länderchefs gehen die Holding. Das ist also zumindest nach meinem Wissen nicht geplant und ich soll es eigentlich wissen.